Also ich fand es immer doof, wenn Frauen kurze Haare hatten. Bock hat vom Buch. Vermummt. Satire. Ich bin's. Ein Kopftuch, Mensch. Es ist tatsächlich so, das ist kein Witz jetzt, heute ist bundesweiter Kopftuch-Solidaritätstag. Da waren alle aufgefordert, ein Kopftuch zu tragen. Ich meine, als alimentierter Messermann wollte ich nicht gehen, das entspricht mir nicht. Man ahnt es, es geht auch die Äußerung einer bestimmten Politikerin im Bundestag über die unnützen Kopftuchmädchen zurück und daher dieser Tag. Mir ist auch bei dieser Äußerung ist so ganz stimmt das alles nicht. Eigentlich ist es gar kein richtiges Kopftuch, sondern eins meiner T-Shirts, ne? Oder mal positiv gewendet, One World. Tut mir leid, aber das musste sein. Um 24 Uhr ist der Tag rum. Ansonsten war es so, meine letzten zwei Bücher, die haben sich nicht verkauft, dann habe ich noch dann schreibe ich zwei neue. Eine sollte schon jetzt rausgekommen sein, aber ich weiß nicht, wie die Andruckexemplare da verschicken. Ich habe es zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen habe ich das mal Satiren genannt, ne? Und habe auch die Namen der Organisation verändert. Man kann es eventuell erraten, wenn man den Buchtitel Debakel bodenlos. Debakel bodenlos. Wenn man den liest, ne? und das wird der Umschlag sein, da ist zum Beispiel an diesem Zug ein Service-Mitarbeiter, der gewissenhaft den Reifendruck prüft. Ne? Zügige Hemmschuhe, fahrenhafte Erlebnisse und echt abgefahren. Und wie immer geht der Gewinn wohltätige Spende. Ich habe gedacht, dass so ein Buch, das kann man dann, wenn man mal auf den Zug wartet oder auf den Anschlusszug, kann man das Buch vielleicht mal lesen, ne, weil ein Buch kann man ja auch zwei, dreimal lesen. Und man, das ist jetzt nicht so einfach. es ist so, ich habe da vier kleine Geschichten dann drin. Die habe ich selber satirisch geschrieben. Die wollte ich jetzt aber, die sind auch ein bisschen zu lang, die wollte ich jetzt nicht lesen. Ich habe aber zur Auflockerung auch wieder einige Perlen aus dem Internet gesucht, von Erlebnissen oder Satiren anderer Menschen und was die dann noch ein bisschen geknettet. Ne? Zum Teil gab es da auch ziemlich Todes. Zum Beispiel gestern hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Bahn, konnte aber leider nicht erscheinen. Heute kam die Zusage. Die Bahn ist natürlich auch nicht immer selber schuld, ne? Wenn dann zum Beispiel mal, das geschieht dann ja auch oft zu Recht, wenn dann mal eine Durchsage kommt, so, alle Türblockierer, jetzt mal Handy raus und nicht Schranke googeln. Ne? Das war ja auch oft. Jetzt haben wir eine dieser Geschichten. Eine ganz kurze Geschichte, also eine Frau, die kauft einen Schrank. Sie baut ihn selbst zusammen und stellt ihn in ihrem Schlafzimmer auf. Aber es ist nah an den Gleisen und da fährt ein Zug vorbei und der Schrank fällt in sich zusammen. Sie baut ihn wieder auf. Ein Zug fährt vorbei und der Schrank bricht wieder zusammen.
Jetzt ruft die Frau die Firma an, die den Schrank verkauft hat. Und es geschieht ein Wunder, es wird sofort ein Fachmann vorbeigeschickt. Ja? Der schaut sich das an und sagt, hört auf, wir machen jetzt Folgendes, wir bauen den Schrank wieder auf. Das wird getan. Er geht in den Schrank hinein, um dann zu beobachten, wie der nächste Zug kommt, was da genau passiert. Ne? So machen sie das. Und jetzt in dem Moment, leider, kommt aber dann der Dackel der Dame von der Arbeit und kommt dann auch ins Schlafzimmer und bemerkt dann auch diesen Mann im Schrank. Ne? Aber der ist ein Realist und sagt, okay, hauen Sie mir halt gleich einmal rein, dass ich den Film auf dem Zug warte, glauben Sie mir ja eigentlich. Das ist ein bisschen, das hat ein bisschen was mit ja, interkulturellen Verständigungsproblemen zu tun, ein bisschen makaber. Aber es kommt ein panischer Anruf, läuft ein bei der Bahn. Auf dem Bahndamm nicht ein Gleis! Ja, na und? Regen Sie sich mal ab, ist doch gut so. Ne? Dann legt auf. Ja, und wenige Minuten später kommt dann wieder ein Anruf und sagt, so, das haben Sie jetzt davon, jetzt haben die den einen alten Mann überfahren. Vielleicht mal ein paar kurze Durchsagen. Für alle unsere neu zugestiegenen Fahrgäste, die keine Sitzplatzreservierung haben, herzlich willkommen auf unserer Stehparty. Oder eine Durchsage, auf die ich schon. Man nimmt dann warte, durch eine äußerst seltene Verkettung glücklicher Umstände werden wir unser Ziel heute unerwartet planmäßig erreichen. Oder etwas, was ich auch sehr, sehr realitätsnah finde. Nachdem ich Sie lange genug am Platz mit Getränken belästigt habe, stehe ich jetzt in Wagen 6. Für Sie mal rein. Ja, und mir ist ja, ich versuche ja ein bisschen zu schreien, jetzt ja Spracherziehung auch sehr wichtig. Und dann fiel mir dieses hier auf. Eine Mutter hört von der Küche aus ihrem 5-jährigen Sohn zu, der im Wohnzimmer mit seiner neuen Eisenbahn spielt. Sie hört den Zug anhalten und ihren Sohn sagen, alle verwirrten Typen, die hier aussteigen wollen, schwingt eure Ärsche aus dem Zug und alle Funkidioten hier einsteigen, beeilt euch gefälligst, ihr lahmen Penner. Die Mutter ist total geschockt, sofort hin zu dem Kind und sagt, du gehst jetzt sofort 2 Stunden auf dein Zimmer. In diesem Haus wird so nicht geredet. Nach den 2 Stunden darfst du wieder mit deinem Zug spielen, aber nur, wenn du dich einer höflicheren Sprache bedienst. 2 Stunden später hört sie ihren Sohn wieder mit der Bahn spielen. Alle Fahrgäste, die hier aussteigen, bitte vergessen Sie nichts im Zug. Vielen Dank, dass Sie mit uns gereist sind. Unseren neuen Fahrgästen, die hier zusteigen, wünschen wir eine angenehme Reise. Die Mutter freut sich wie eine Schneekönigin, als sie den Kleinen allerdings noch hinzufügen hört. Und alle, die wegen der 2-stündigen Verspätung angepisst sind, beschweren sich bitte bei der Schlampe in der Küche. Vielen Dank, Burkhard vom Buch. Ich bin mal erstmal 10 Minuten zu früh in
Berlin-Spandau angekommen. Der Zug hielt, Zugdurchsage. Wir sind leider 10 Minuten zu früh und können erst den Hauptbahnhof in 10 Minuten anfahren. War schockiert. Paralleluniversum. Das ist also unglaublich. Also, vorhin hat sich jetzt die Straßenbahn verfahren. Ist kein Witz, der Weichen. Also die Straßenbahn musste eine Vollbremsung machen. Der hatte irgendwie die Weiche neu stellen müssen. Und hat sie auf Abbiegen statt auf gerade ausgestellt. Das war ja.